So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir die Geschichte von Hildegard und Bor ein bisschen näher kennenlernen dürfen und haben auch mit ihnen einige wundervolle Sachen erlebt, beziehungsweise eine emotionale Reise. Denn Hildegard war verschwunden, denn der böse Kantor Nemus hat ihr etwas Böses zugeflüstert, dass sie eine Gefahr für uns sei, für ihre Familie und dass sie wieder zurück in die Wildnis gehen soll, wo sie dann auch hingeflüchtet ist. Was sie nicht wusste, ist, dass der Silbermorgen eine Jagdgesellschaft, die Werwölfe jagt, hinterhergeschickt hat. Oh, hallo. Hallo? Werde ich noch ein bisschen scharf? Oh, jetzt. Oh, sehr schöner Hüftschwung. Ja. Und es ist doch meine Buchhalterkante. Okay. Ja, und konnten aber Hildegard davon überzeugen, zurückzukehren zu uns und werden jetzt den bösen Kantor Nemus eliminieren. Nein, geht nicht. Und noch so. Hallo. Was behüte mich? Ja, das kommt ein bisschen zu spät. Nee. Ah, verdammt, Adamant brauche ich ja eigentlich nicht unbedingt. So, jetzt räumen wir den hier noch ein bisschen leer. Das braucht er ja alles jetzt nicht mehr. Hier noch was? Nein. Okay, gut. Dann kehren wir jetzt in die Freistadt zurück. Beziehungsweise könnten wir natürlich auch erstmal nach Immerfort uns begeben, weil dann könnte man nämlich dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und uns zwei Belohnungen abholen. Dann macht das Ganze ein bisschen mehr Spaß. Es ist nur die Sache, wo ist denn hier jetzt der Wegschwein nochmal gewesen in Anvil? Ach, da, bei den Docks, okay. Und in Immerfort, ich hoffe einfach mal, dass Immerfort jetzt nicht allzu groß ist. Weiß immer ein bisschen schwierig, dann diese besonderen Personen ausfindig zu machen. Aber ich denke mal, wir haben ja auch in Marburg die relativ schnell finden können. So, Immerfort war in der Bankerei, ne? Wenn ich jetzt mich richtig erinnere. Genau. Ansonsten muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache mit diesen besonderen Personen. Ob ich dann irgendwann sage, okay, wir machen jetzt nur die Aufgabe, weil ich denke mal, wir müssen immer diese Kontrakte nehmen, dass sich das auch irgendwann wiederholt. Und es ist natürlich schon doof, wenn man dann dreimal Marburg hatte, uns aber noch Schildwacht und noch weitere Orte fehlen. So, was habt ihr für Augen? Ihr habt auch normale Augen und ihr auch. Ihr ebenfalls. Na gut, einer von euch wird es wahrscheinlich nicht sein. So, Immerfort war er wahrscheinlich auch nicht. Price, ihr seid jetzt auch nicht. X, X, X. So, das habt ihr nicht gesehen, ne? Ich habe doch zwei Augen. Ja. Schwester Habt ihr Rosine. eine Münze für die Bedürftigen? Nein, aber ich hätte eine Leidensklinge für euch. Wenn ihr nochmal nicht fragt, dann gebe ich sie euch vielleicht. So, ihr seid's auch nicht. Ja, auch nicht. Ja.
Aber ich glaube, wir hatten ja in Immerfort ja auch nochmal. Achso, ist eine Wache. Ja, die nehme ich auf jeden Fall nicht. Wie seid ihr? Mit auch. Auge. Ja, auch. Was mit euch? Auch ihr weint. Okay, ich möchte euch gerne den Schmerz nehmen. Halt auf eine andere Art und Weise, wie ihr das vielleicht gedacht hattet. Oh, hier war auch nichts mehr. So, haben wir sonst noch irgendwo jemanden? Oder ich guck mal kurz. Immer voll wäre ganz weit. Herz voller Narben. Wer könnte das denn sein? Vielleicht irgendeiner an den Docks? Nun? Nun? Zum meisten immer irgendwelche Angst. Und ich dachte immer, dass mir nichts entgeht. Gare, ihr wisst, dass ich euch liebe wie eine Schwester. Aber ihr seid ungefähr so scharfsinnig wie ein Falmer mit gestutzten Ohren. Das nenne ich jetzt eine Beleidigung. Wie sieht's bei euch aus? Ich benötige eine Ruhepause. Ja, dann macht mal Pause. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr eine Münze für die Bedürftigen? Nee, hab ich nicht. So, wie seht ihr aus? Auch normal. So. Okay, wir gucken uns nochmal kurz an den Docks hier um. Nun? Gut, ihr seid's nicht. Habt ihr nochmal Glück gehabt? Okay, hier haben wir auch niemanden. Und ihr? Auch nicht. Und ihr? Auch nicht. So, jetzt habt ihr sie hier, na, verjagt. Na gut, sonst müssen wir mal gucken, wo ich die finden kann. Oder vielleicht hier. Beim Friedhof waren wir auch noch nicht. Was seid ihr? Ihr seid's auch nicht. Okay, gut, dann schauen wir uns hier noch mal kurz um. Was hab ich schon wieder? Achso, mit der kann ich nur reden. Okay. Und bei euch? Ach so, ihr wart ja meine Questgeberin. Okay, was habt ihr hier für Probleme? Ach, ich will es gar nicht wissen. Okay, gut, dann leider nicht. Gehen wir zurück zur Freistadt. Ich denke, ich erwarte, dass wir jetzt irgendwie eine Aufgabe für Orden der Stunde erhalten. Oder das Spiel so gemeint, dass sie uns erstmal die ganzen Charaktere vorstellt, die ganze Geschichte, und dann sagen die so, und jetzt bringe ich einfach alle um. Damit das richtig tief ins Herz reingeht. Das würde ich sogar TSO auch zutrauen. Wie gesagt, so weit habe ich die Dunkle Bruderschaft noch nicht gespielt, deswegen sind das nur Vermutungen jetzt, die ich hier anstelle. Aber wenn es wirklich so sein sollte, dann wäre ich richtig traurig, sagen wir es mal so. Oh, die sieht aber auch schön aus. Mit dieser blassen Haut und diesen hungrigen Augen.
So. Dann einmal hier, bitte die Lohntüte abholen. Ihr habt ein wenig Blut. Genau da. Ich gehe davon aus, es ist nicht eures. Nope. Ich verbrachte mal Zeit mit einer Frau in Bankorei. Diese Flusskrebse mit Pfefferwürze waren wirklich der reinste Traum. Oh, das war, nachdem ich ihren Mann ermordet hatte. Es stellte sich heraus, dass sie den Kontrakt bezahlt hatte. Die Welt ist manchmal so klein, sage ich euch. Ja, das kann's wirklich sein. So, wieder schurkischer Trank, meine Güte. Na gut. Dann sprechen wir mit Astara und vielleicht ist ja doch nicht ganz so mies gestimmt. Ich meine, es wird froh sein, dass wir jetzt Hildegard wieder zur Bruderschaft zurückgebracht haben. Soweit ich weiß, haben wir euch für Hildegards sichere Rückkehr zu danken. Werdet ihr mir sagen, was geschehen ist? Oder muss ich Kor foltern, bis er zu singen anfängt? Kanto Nemus hat Hildegard hereingelegt und dafür habe ich ihn getötet. Das wird nicht wieder vorkommen. Hoffentlich habt ihr recht. Aber warum scheinen sich die Akatosh-Priester gegen uns zu formieren? Erst die Prediger und jetzt das. Versuchen sie, unsere jüngsten Rückschläge auszunutzen? Oder geht hier noch etwas anderes vor sich? Wenigstens ist Hildegard jetzt sicher. Das stimmt. Und? Und? Na gut, nur 10 Punkte. Ich glaube, die 10 Punkte... Die bringen uns jetzt nicht wirklich weiter. Nein. Nein. Okay, gut, das heißt, ich muss jetzt... ja... erstmal im Off weiter arbeiten, um den nächsten Rang zu bekommen. Dann würde ich sagen, dass wir vielleicht nochmal uns kurz die Goldküste anschauen, um vielleicht noch die anderen Sachen herauszufinden. Also die besonderen Orte und den Wegschrein, dass wir das noch kurz abschließen, ehe wir uns dann wieder nach Dishan begeben. Oder wir können uns natürlich auch hier ein Unterschiff geben, weil ich glaube, die Diebesgilde fängt ja egal wo an. Also da können wir uns jeden Unterschiff aussuchen, den wir haben wollen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in diese Richtung hier, weil das sieht mir eher so aus, als würden dort noch die zwei fehlenden Sachen, oder ich glaube, es werden ja drei fehlende Orte sich befinden. Ah, es sieht trotzdem schon so schön aus. Ach ja, ich muss in die Richtung. Okay. Gut, dann konnten wir diesen Ausblick nur kurz genießen. Dann lasst mich bloß in Ruhe, ihr wundervollen Tigerchen. Was haben wir denn jetzt hier? Ach so, das ist mir schon relativ in der Nähe von Anwesen. Ja, lasst mich bloß in Ruhe hier, Wölfe. Achso, oder bin ich das? Da kann natürlich auch mein Wolf sein. Natürlich auch eine Möglichkeit. Wir bräuchten, glaube ich, auch noch eine Himmelsscherbe oder zwei. Was haben wir denn hier? Und natürlich haben wir noch Handwerksstätten. Stimmt. Strandfeste öffnen. Was haben wir denn hier? Schmuggler auch, falls du noch rennen. Ja, komm. Euch nehme ich jetzt aus wie... so, Weihnachtsbraten. So. Nehmen noch die Truhe mit. Und mehr haben wir ja, glaube ich, leider hier nicht. Nur noch einen Rucksack. Na, hallo. Ah, vielleicht sind in Kisten noch irgendwas. Aber naja. Ich glaube, es ist das erste lilane Rezept, was ich gefunden habe. Hier haben wir auch noch eine Truhe. Ja. Wirklich Weihnachten heute? Gut, okay. So. So. Das
zu. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Natürlich ist der Löwe schneller als wir. Okay. So, hier haben wir auch noch zwei kleine Häuser. Die sehen wir alle ein bisschen sehr verlassen aus. Da ist er heruntergekommen. Okay, kann ich derzeit nicht benutzen. Interessant, interessant, interessant. Mal schauen, ob das noch was mit der Hauptquest zu tun hat. Mit Sicherheit. So, jetzt haben wir noch eine Handwerkstätte gefunden. Da freuen wir uns auch jetzt mal alle. Ganz doll. Möchtet ihr etwas kaufen? Nee, danke. So, und jetzt nochmal in die Richtung kurz. Schauen wir ihr einen Weg schreiben. Fehlt uns ja noch. Was soll denn das sein? Weil ich weiß, hier drüben hinkommen ja nicht. Das hatte ich schon mal versucht, da bin ich dann gestorben. Also muss ja nur hier irgendwo sein. Cool. Goblins anscheinend. Gibt es hier auch. Oh, hallo. Wie kommen denn Goblins hierher? Kann mir das mal jemand erklären? So, hier mal Wegschrein des Streets. Ah, und die Enklave des Stundenglases. Okay. Alles klar, da haben wir doch bestimmt alles jetzt mit entdeckt, oder? Oder? Gut, fast. Alles. Fehlt immer noch eine Handwerksstätte. Na gut, das werden wir irgendwann mal wieder machen, wenn wir vielleicht in der Nähe von der Goldküste kommen, beziehungsweise dann in der Nähe von der Handwerksstätte. Ich muss aber kurz den Weg schreien und dann würde ich mich nach Anvil teleportieren. Und da gab es ja auch einen Unterschlupf, oder? Ja, genau. Sogar auch gleich in der Nähe vom Weg schreien. So, dann heißt es hier entlang. Und da haben wir ja schon den Unterschlupf. Und irgendwie fehlt mir zurzeit die Musik. Die hatten wir... Wo war denn das? In Himmelsrand hat man die, glaube ich, jetzt nicht ganz von Anbeginn. In den Anvil. Ah, jetzt ist sie da. So, da haben wir ja die gute Quen. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir uns der Liebesgilde anschließen. Beziehungsweise kann ich das klauen? Was wollt ihr? Ich wollte das klauen, aber das geht nicht. Also habt ihr Glück. Sehr wohl. Ja, würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge mit der guten Quen reden. Und mal schauen, welche Aufgabe sie von uns hat. Und die weint. Okay, warum weint? Warum weint ihr? Ich möchte euch nicht weinen sehen. Ja, da werden wir mal gucken, wie wir sie denn trösten können, die gute Quen. Und werden damit das DLC der Diebesgilde anfangen. Und ja, ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.